Hallo, liebe Deutschlernende. Rafik hat mir eine sehr exzellente Frage gestellt, eine sehr spannende Frage. Und zwar hat er gefragt, ob meiner Meinung nach Kinder in die Schule gehen sollten oder ob sie auch alles zu Hause lernen können. Und wenn ich mich so frage, ob die Kinder heute in die Schule gehen sollten, dann ist die Antwort definitiv nein, weil es so heiß ist. Ich stehe hier im Schatten, weil es einfach so verdammt heiß ist. Also weil es sehr heiß ist hier in Berlin. Es sind über 30 Grad und wie gesagt, ich stehe hier im Schatten. Also ich zeige euch mal, also hier scheint die Sonne sehr, sehr doll. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr heiß. Und die Schüler müssten heute eigentlich hitzefrei haben. Hitzefrei heißt, dass die Schule geschlossen ist, einfach weil es zu heiß ist, weil man sich nicht konzentrieren kann. Das ist hitzefrei. Und aber die generelle Frage, ob Kinder in die Schule gehen sollten, ist eine schwierige Frage und eine sehr kontroverse Frage. Aber ich werde trotzdem meine Meinung darlegen, was ich über das Thema denke, werde ich euch sagen. Und zwar ist wirklich meiner Meinung nach, dass es eher nicht gut ist, wenn Schüler in die Schule gehen, weil sie dann eher nicht mit Neugier lernen. Ja, also, oder beziehungsweise ich möchte meine Kinder so erziehen und so bilden, dass sie wirklich mit Neugier lernen können und auch das lernen können, was sie wirklich interessiert. Ja, und ich möchte das nicht so machen mit meinen Kindern, dass ich ihnen sage, ihr müsst jetzt das lernen und das und das und das und das müsst ihr lernen. Und sie denken sich, oh nein, aber ich will das nicht lernen, das interessiert mich gar nicht. Aber es gibt diese andere Sache, die mich ganz doll interessiert. Und das finde ich schade, wenn Kinder gezwungen werden, in die Schule zu gehen und Dinge zu lernen, die sie nicht interessieren. Und viele Leute finden das gut, dass die Kinder in die Schule gehen, weil sie meinen, nur in der Schule werden die Kinder bestimmte Dinge lernen. Ich meine aber, ich habe ein sehr großes Vertrauen darin, dass Kinder wissen, was wichtig ist. Ja? Und dass die Kinder auch eine natürliche Neugier haben, all die Dinge zu lernen, die wichtig sind. Ja? Weil sie zum Beispiel, wenn sie aufwachsen, dann sehen Kinder Erwachsene. Und die sehen, was Erwachsene tun. Und dann haben sie ein Bedürfnis, sie haben einen Wunsch, auch das zu können, was die Erwachsenen können. Wenn sie zum Beispiel sehen, wie die Erwachsenen lesen können, wie die Erwachsenen Bücher lesen, dann haben sie auch den Wunsch zu lesen. Dann möchten sie auch richtig gerne lesen. Dann denken sie sich, oh, ich möchte auch Bücher lesen. Ich möchte unabhängig sein, ja. Ich möchte das können, ja. Und da habe ich wirklich ein sehr großes Vertrauen in Kinder, dass sie das wissen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dann auch wirklich viel, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Es ist wichtig, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, um herauszufinden, was sie möchten, was sie interessiert und um ihnen zu helfen. Ja, also ich habe selber in einer Schule gearbeitet und dort haben wir wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, wie können wir den Kindern helfen. Weil sie Interessen hatten, aber nicht wussten, wie sie diese Interessen verfolgen können, wie sie mehr über ein Thema herausfinden können. Ja, und deswegen sind wir zum Beispiel mit ihnen in die Bibliothek gegangen oder sie wollten Menschen auf der Straße interviewen. Dann haben wir ihnen dabei geholfen, wir sind mit ihnen mitgegangen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sich entscheidet, sein Kind nicht zur Schule zu schicken, ist es wichtig, dass man viel Zeit mit dem Kind verbringt.
Ja, und deswegen sage ich auch nicht so eine Meinung, ja, alle Kinder müssen das und das machen und alle Kinder oder für alle Kinder ist es besser, wenn sie nicht zur Schule gehen oder für alle Kinder ist es wichtig, wenn sie zur Schule gehen. Ja? Ich denke, das ist eine sehr persönliche Entscheidung als Elternteil und auch als Kind. Ja, das Beste ist, wenn man auch das Kind fragt, möchtest du in die Schule gehen oder möchtest du zu Hause bleiben oder... wenn man denen wirklich erklärt, was gibt es denn noch für andere Optionen? Ja? Es gibt einmal Homeschooling. Homeschooling nennt man, wenn die Kinder, die Eltern einen Plan machen und die Kinder zu Hause unterrichten. Wenn die Eltern die ganzen Übungsmaterialien mit den Kindern zusammen durchgehen, das nennt man Homeschooling. Ja? Da gibt es auch einen Plan und der wird durchgearbeitet und der Plan richtet sich aber auch ein bisschen nach den Kindern. Ja? Und dann gibt es aber auch Unschooling und ich bin sehr begeistert von Unschooling und ich kenne auch Menschen, die ihre Kinder unschoolen und bei denen funktioniert das total super, dass sie wirklich die Kinder komplett entscheiden lassen, was sie machen wollen. Ja? Natürlich auch sehr viel mit den Kindern verhandeln, ja? Sehr viel mit den Kindern reden, um herauszufinden, wie sie die Kinder am besten fördern können, ja? Wie sie die Kinder am besten bilden können. Und ich denke, das ist etwas total Schönes, wirklich Kinder direkt entscheiden zu lassen, was sie wollen. Ja, und wie gesagt, nicht jedem Elternteil ist das möglich. Ja, nicht viele, manche Eltern haben nicht die Möglichkeiten, ihren Kindern so viel zu geben. Manche Eltern müssen ganz viel arbeiten und dann schicken sie ihre Kinder zur Schule und ich denke vielleicht, dass das nicht optimal, aber es ist vielleicht besser, als wenn die Kinder alleine sind. Ja, also wenn man keine Zeit hat, dann ist das schade, aber es ist besser, wenn die Kinder dann zur Schule gehen können, um halt dort zu lernen. Aber wie Mark Twain hatte das berühmte Zitat, ich lasse niemals meine Bildung durch die Schule stören. Ja, andersrum, ich lasse niemals meine Schulung, meine Bildung beeinflussen oder meine Schulung, meine Bildung kaputt machen. Und manchmal ist das so, dass die Schule auch sehr viel kaputt machen kann. Also dass viele Schüler gar nicht mehr lesen möchten nach der Schule. Ja, dass die Schüler in der Schule gezwungen wurden, Bücher zu lesen. Und dadurch, dass es nicht ihr eigener Wunsch war, assoziieren sie dann Bücher mit etwas Schlechtem, mit etwas Langweiligem. Und dann möchten sie nach der Schule keine Bücher mehr lesen. Und ich finde das sehr schade. Und das ist auch in der Universität so, dass ganz viele Leute, wenn sie in der Universität waren, dass sie dann keine Bücher mehr lesen wollten, weil sie so viele Bücher in der Universität lesen mussten. Das finde ich einfach schade. Und ich glaube, das Wichtigste, egal wie man seine Kinder erzieht, ja, also ich denke, erzieht eure Kinder, wie ihr wirklich denkt, das ist wirklich gut und richtig für das Kind und das, wie ihr denkt, das fördert wirklich die Interessen eurer Kinder. Ne? Aber egal wie, wichtig ist, dass man die Neugier erhält in den Menschen, ja, und dass man auch die Kinder behandelt wie Menschen, ja, also wie man einen Erwachsenen behandeln würde. Ja? Ich denke, das ist auch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass Kinder nicht unbedingt wie Menschen behandelt werden. Ja? Sie sind nicht im Bild, keine Sorge. Hier sind ein paar Passanten, die vorbeilaufen. Ja, genau, nee, der Punkt, wo ich gerade war, nee, ist es sehr wichtig, sich vorzustellen, wenn man mit einem Kind redet, ist es sehr wichtig, sich vorzustellen, würde ich so mit einem Erwachsenen reden? Ja? Würde ich dieselben Dinge zu einem Erwachsenen sagen? Und natürlich ist es so, dass Kinder noch nicht so viele Dinge wissen,
und vielleicht noch nicht ganz so intelligent sind, obwohl sie schon ziemlich intelligent sind. Kinder sind ziemlich intelligent, oft intelligenter als man denkt. Ja, aber dass man sich fragt, also natürlich, dass man im Kopf behält, okay, es sind Kinder, sie verstehen noch nicht so viel, ich muss ihnen vielleicht mehr erklären, aber trotzdem sich fragen, würde ich so mit einem Erwachsenen reden? Und das finde ich auch das wirklich, was ich traurig finde an der Schule. Das finde ich traurig, dass man Kinder in die Schule schickt und sie nicht fragt, was sie wollen und ihnen sagt, ja, ihr müsst zur Schule gehen und das ist Pflicht und das müsst ihr machen und wir werden euch zwingen, die und die Sachen zu lernen und wenn nicht, dann geben wir euch schlechte Noten, dann sagen wir, ihr seid keine guten Schüler und so. Das finde ich ganz traurig, weil, also mit Erwachsenen würde man das ja nicht machen. Ja, bei Erwachsenen ist das immer freiwillig. Ja, und deswegen denke ich mir so, also ich stelle mir dann immer vor, wie es ist, ich bin jetzt erwachsen. Und dann stelle ich mir vor, wie es ist, wenn jemand jetzt das mit mir machen würde. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du musst zur Schule, du musst jetzt das und das machen, du musst jetzt lernen, du musst dies machen, du musst jenes machen. Da würde ich total rebellieren. Da wäre ich total wütend. Würde ich sagen so, nein, ich möchte das nicht. Ja, und ich denke, das ist auch der Grund, warum Schüler manchmal schlecht sind in der Schule. Sie sind nicht schlecht, weil sie es nicht können, sondern sind schlecht, weil sie nicht wollen. Und warum auch? Ja, es ist nicht ihr Wunsch. Sie wollen etwas anderes machen. Ja, und das finde ich sehr traurig. Genau. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, nicht, dass es so klingt, als wäre ich sehr negativ. Ja, also viele Leute schauen sich das vielleicht an und denken, ich hätte eine sehr, sehr negative Meinung über die Schule. Aber das ist gar nicht mal so sehr, weil, also in meiner Erfahrung war die Schule eigentlich recht schön. Ja, ich habe es nicht immer gemocht, zur Schule zu gehen, aber vieles an der Schule fand ich recht toll. Ja, es hat mir Spaß gemacht zu lernen, es hat mir Spaß gemacht zu lesen, es hat mir Spaß gemacht, auch im Unterricht mitzumachen, es hat mir Spaß gemacht, im Klassenzimmer Diskussionen zu führen, ja, Diskussionen in der ganzen Klasse, sowas hat mir sehr Spaß gemacht und insofern war die Schule auch eine gute Erfahrung für mich. Ja, aber ich, und deswegen will ich nicht, dass du denkst, so, ich will einfach nur lästern, ich will einfach nur schlechte Sachen sagen über die Schule. So denke ich gar nicht. Ja? Sondern ich weiß nur, dass ich einer von wenigen bin. Ja, ich hatte Glück. Ja, ich kenne viele Leute, die Schule überhaupt nicht gemocht haben. Ja, die überhaupt nicht gut waren in der Schule, die rebelliert haben, die nicht lernen wollten, die ihre Hausaufgaben nicht machen wollten. Und das finde ich einfach schade. Und ich denke, es geht besser, wenn wir wirklich Kinder als Menschen sehen und Kinder wirklich, indem wir uns wirklich sehr damit beschäftigen, was wollen sie, ja, wenn man mit den Kindern redet und sagt, was möchtest du machen, wofür interessierst du dich? Und ich denke, wenn man wirklich sehr viel Liebe und sehr viel Aufmerksamkeit Kindern gibt, dann denke ich, es gibt nie Probleme. Ja, beziehungsweise alle Probleme lassen sich lösen. Man denkt vielleicht, aber dann lernen sie vielleicht nicht lesen oder dann lernen sie vielleicht nicht rechnen oder die müssen doch zur Schule, weil sonst können sie nicht im Leben klarkommen. Ich denke, das alles sind unbegründete Sorgen. Ich denke, dass man wirklich, wenn man die Kinder fördert, dass das alles automatisch kommt. Und ihr könnt euch ja gerne, mal auf die Suche machen und recherchieren. Sucht nach Unschooling oder sucht nach Homeschooling. Und da gibt es bestimmt Leute, die noch viel mehr darüber wissen und euch viel mehr darüber sagen können und euch auch auf eure ganzen Einwände antworten können, weil ihr vielleicht ganz viele, euch kommen bestimmt ganz viele Gedanken in den Kopf, so nach dem Motto, das kann ja nicht funktionieren, das ist ja, da treten ja diese Probleme auf und diese Probleme und diese Probleme und vielleicht seid ihr sehr skeptisch.
Ja, und das kann ich total verstehen, aber vielleicht interessiert euch das Thema und dann werdet ihr bestimmt fündig. Ja, ihr werdet bestimmt ganz viele Informationen finden zu euren Fragen. Und ja, und ich hoffe wirklich, wir können bald in einer Welt leben, oder wir leben ja immer mehr in einer Welt, wo mehr und mehr Kinder unschooled werden, wo immer mehr Kinder zu Hause unterrichtet werden und auch in einer Welt, wo immer mehr andere Formen der Bildung ausprobiert werden, wo auch Schulen errichtet werden, die ganz anders Dinge beibringen als andere Schulen. Ja? Wir leben in einer Welt, die sich immer mehr verbessert, sich immer mehr verändert, wo auch wirklich Bildung eine ganz andere Bedeutung kommt, und auch in einer Welt, wo Erwachsene sich immer mehr bilden. Ja? Ich meine, du lernst gerade Deutsch, ja? Und du lernst Deutsch durch das Internet. Ja? Und wenn du das machen kannst, wenn du dir selbst Deutsch im Internet beibringen kannst, ja, wenn du dir Deutsch beibringen kannst, indem du, weiß nicht, vielleicht auf Google gesucht hast oder dir Freund gesagt hat, hey, schau mal den Marco an, oder wie auch immer du mich gefunden hast, wenn du mich finden kannst und mit meinen Videos Deutsch lernen kannst, dann denke ich, ist auch möglich für ganz viele Kinder, dass sie auf dieselbe Art und Weise lernen. Weil es ist wirklich, Kinder sind wirklich von Natur aus total neugierig, total intelligent, und man ist immer total überrascht, was sie alles können. Und ich denke, für Kinder ist es auch gut möglich, mit der richtigen Führung, mit der richtigen Hilfestellung, dass sie sich selbst bilden, oder dass auch die Eltern sich auch bilden mit dem Kind, dass Kind und Eltern zusammen etwas Neues lernen, ja, dass sie zusammen Dinge lernen, und das finde ich einfach total toll, ja, das ist total, und ich freue mich auf eine Welt, wo das immer mehr und mehr die Regel wird, wo das immer mehr und mehr normal ist, dass Menschen autodidaktisch lernen, dass Menschen auf eigene Faust, ja, auf eigene Faust, also auf eigene Faust heißt selbstständig, dass Menschen auf eigene Faust selbstständig lernen und oder beziehungsweise selbstständig mit anderen, also dass es nicht eine Hierarchie ist zwischen Lehrer und Schülern, sondern dass alle zusammen auf demselben Level sind oder auf ähnlichen Level, und dass niemand sagt, ich bestimme jetzt, wo es lang geht, sondern dass alle zusammen gemeinsam lernen. Und dass mehr und mehr Menschen auch nachdem sie erwachsen geworden sind, lernen, dass die Menschen sich auch im hohen Alter weiterentwickeln. Also jemand hat mich auch gefragt, Marco, meinst du, es ist möglich, auch im hohen Alter eine Sprache zu lernen? Ja, das war ein Rentner, der mich das gefragt hat. Ja, jemand, der schon in Rente ist. Und er hat mich gefragt, kann man auch im hohen Alter eine Sprache lernen, oder wenn man in Rente ist, kann man dann immer noch eine Sprache lernen? Und ich denke, absolut, ja, ja, auch wenn wir erwachsen sind, auch wenn wir älter sind, und es ist egal, wie alt wir sind, ja, ob wir nun 5 Jahre alt sind oder 50 oder 80 oder 90, wir können immer noch lernen, wir können uns immer noch weiterentwickeln. Ja, deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass wir in unseren Kindern diese Flamme erhalten, ja, diese Neugier, diese Intelligenz, dieses Feuer. Wenn wir das in unseren Kindern erhalten, dann werden sie auch in 80 Jahren immer noch lernen. Und das denke ich, das ist das Wichtigste. Das ist wichtiger als alle möglichen Themen oder alle möglichen Fakten, die man vielleicht so in der Schule lernt. Es ist wichtig, dass man diese Neugier hat und dieses Bedürfnis nach Lernen. Ja? Denn es geht nicht darum, bestimmte Dinge zu wissen. Es geht darum, wenn man etwas nicht weiß, dass man sich darum kümmert, dass man es lernt. Ja? Dass, wenn man etwas nicht weiß, dass man dann aktiv wird, selber recherchiert, und dann weiß man es. Und wenn es etwas gibt, was mir die Schule nicht gegeben hat, dann ist das für mich jetzt nicht so schlimm, weil ich jederzeit
es herausfinden kann. Ja, wir leben im Zeitalter des Internets und das ist einfach so, ich kann gar nicht beschreiben, wie toll ich das finde. Ja, ich finde das so toll, die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Es ist einfach fantastisch, was wir erreichen können. Und ich denke, die Welt wird immer und immer besser. Und ich hoffe auch, dass, wie gesagt, mehr und mehr Kinder so lernen. Ich hoffe auch, dass in Deutschland es möglich wird, andere Formen der Bildung zu wählen. Denn leider ist es so, dass es in Deutschland, dass Deutschland das einzige Land in ganz Europa ist, wo es illegal ist, die Kinder nicht zur Schule zu schicken. In jedem anderen Land ist es erlaubt. In Frankreich ist es zum Beispiel erlaubt und allen anderen Ländern ist es erlaubt, Homeschooling zu machen und Unschooling zu machen. Und André Stern ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja? André Stern ist jemand, der Unschooling gemacht hat. Er hat ein Buch geschrieben, das habe ich leider noch nicht gelesen. Aber André Stern hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Und ich war noch nie in der Schule. Ja? Und der hat sehr viele inspirierende Dinge zu erzählen aus seinem Leben, was er damit gemacht hat, dass er nicht in die Schule gegangen ist. Ja? André Stern ist nie in die Schule gegangen und er hat, was er gemacht hat, ist, er hat sich ganz viele Dinge selber beigebracht. Er hat von seinen Eltern ganz viel Unterstützung bekommen. Und er hat auch seinen eigenen Weg gefunden, ja, er hat, hat Interesse daran gehabt, Gitarre zu spielen, ja, er hat Interesse daran gehabt, Instrumente zu bauen, ja, also hat er Instrumente gebaut, also hat er Gitarre gespielt, ja, und das war wirklich seine Leidenschaft, ja, und dann hat er auch Magazine gelesen über Gitarre spielen und über Musik und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Vielleicht hat er einen Leserbrief geschickt an dieses Magazin. Aber wie auch immer, er hat dann für dieses Magazin gearbeitet und hatte dann so einen Job, weil er eine Leidenschaft hatte. Ja, er hatte eine Leidenschaft des Gitarrespielen und dann hat er einen Job gekriegt bei einem Magazin über Musik oder über Gitarrespielen. Und er ist dann sogar der Chef geworden von diesem Magazin, glaube ich. Ja? Und in meinem eigenen Leben, also vielleicht ist das der Grund, warum ich so leidenschaftlich hier rede, ja? Weil ich es in meinem eigenen Leben ja mitgekriegt habe. Ja? In meinem eigenen Leben, ich habe mir nicht gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, also ich habe eigentlich das Gegenteil gemacht. Ja? Ich habe Mathematik studiert. Ja? Ich habe gesagt, okay, ich studiere Mathematik, okay, und dann mache ich damit, was ich damit machen kann, mache meinen Beruf und so. Und jetzt brauche ich das Mathematikstudium überhaupt nicht mehr. Und was ich ja wirklich gemacht habe, ist, ich habe entdeckt, dass Mathematik nicht meine Leidenschaft ist. Ja? Es hat Spaß gemacht, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Ja? Es war vielleicht am Anfang meine Leidenschaft, aber jetzt nicht mehr. Ja? Und ich habe aber meine Leidenschaft für Sprachen entdeckt. Ja, ich habe wirklich diese große Leidenschaft dafür entdeckt, Sprachen zu lernen, ja, und meine Leidenschaft dafür, auch Leute zu inspirieren, ja. Also ich habe meine Leidenschaft entdeckt, Videos wie diese zu machen und euch zu inspirieren, Deutsch zu lernen. Genauso wie ich selber inspiriert wurde, Italienisch zu lernen. Und das habe ich nur geschafft, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht einen konkreten, ich möchte nicht einfach einen Weg folgen, der mir irgendwie vorgegeben ist, sondern ich möchte meinen eigenen Weg geben. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und deswegen mache ich jetzt das, was ich mache. Und ihr unterstützt mich dabei, ja. Ihr teilt meine Videos, ihr sagt mir, wie hilfreich das ist und das gibt mir total viel. Und ich habe ja auch ein E-Buch geschrieben und viele von euch haben dieses E-Buch gekauft. Und dadurch bekomme ich jetzt auch ein bisschen Geld dafür und damit kann ich jetzt auch anfangen, mir meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, diese Videos zu machen. Und ich denke, das ist ein total großes Geschenk, ja.
Und ich bin euch auch total dankbar für die ganzen Unterstützung, die ihr mir gibt, für die ganze Unterstützung, für all die tollen Kommentare, die ihr hinterlasst. Ja? Die ganzen Kommentare, in denen ihr sagt, wie hilfreich das für euch ist und wie viel ihr lernt durch meine Videos und wie inspiriert ihr seid durch meine Videos. Das gibt mir total viel. Ja? Und auch nochmal danke an all die, die mein E-Buch gekauft haben, weil dadurch weiß ich jetzt, dass es möglich wird, dass es möglich ist, dass ich von diesem Projekt leben kann und dass ich das wirklich total mit voller Leidenschaft Vollzeit machen kann. Ja? Momentan ist es so, dass ich noch nicht davon leben kann. Ja? Momentan ist es so, dass ich, also ein Teil von dem Geld, was ich bekomme, ist von dem E-Buch, von den Leuten, die das E-Buch kaufen, davon kriege ich Geld. Und jetzt werde ich auch anfangen zu putzen für eine Weile. Ja, ich werde in einem Kindergarten werde ich putzen, ja, um das Geld zu haben, um mich halt auf dieses Projekt, um etwas zu essen haben, um dieses Projekt weiterzuverfolgen können, ja. Und ui, oh Gott. Das muss ich euch kurz zeigen. Oh. Oh, seht ihr das? Ah, seht ihr das? Oh je. Oh je. Aber sieh, wenn ich ruhig bleibe, dann sticht sie mich nicht. Oh, jetzt ist es weg. Okay. Nee, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wegen der Biene. Oh je. Nein, und das ist, genau, ich bekomme Geld von den E-Büchern, die ich verkaufe. Ich bekomme jetzt Geld von dem Putzjob, den ich mache. Und ich verbrauche und den Rest, der noch übrig oder das ich noch brauche, dann verbrauche ich halt meine Ersparnisse auf. Ja? Ich habe zum Glück viele Ersparnisse. Ich habe viel Geld angespart und von diesem gesparten Geld lebe ich jetzt, um dieses Projekt voranzutreiben, um dieses Projekt größer zu machen. Und um es irgendwann so zu haben, dass wirklich ich komplett meine Miete und mein Essen davon bezahlen kann, von den ganzen E-Büchern und anderen Produkten, die ich verkaufe, das ist mein Ziel und mehr brauche ich nicht. Ja, mehr brauche ich nicht. Ja, nur meine Miete bezahlen und mein Essen und dann bin ich glücklich. Ja, und das ist wirklich lange Rede. Lange Rede, kurzer Sinn, sagt man, aber ich denke, das ist kein kurzer Sinn, sondern auch viel Sinn. Nein, aber das ist wirklich der Punkt, den ich hier vermitteln will in diesem langen Video, ist, dass es, man braucht meiner Meinung nach keine Schule, man braucht nur Neugier, man braucht Interesse, man braucht Liebe, ja, Neugier, Interesse, Liebe, das ist alles, was man braucht. Und man muss seine Bedürfnisse erfüllen, ja, man muss ein Dach über dem Kopf haben, man muss genug zu essen haben und dann kann man sich, wenn man die Motivation dazu hat, wenn man wirklich klare Ziele hat im Leben, dann kann man sich alles andere erfüllen, was man sonst nur braucht. Und ich fühle mich total glücklich, dass ich dieses Video gemacht habe. Und ich hoffe, es war hilfreich für euch. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss.